Rassismus ist ein Begriff, welcher des Öfteren zu Unrecht verwendet wird. Manche Menschen wissen einfach nicht, was es heißt, Rassismus ausgesetzt zu sein, da dies eine schwere Tat der Diskriminierung ist. Deswegen sind wir heute auf dem Landesgartenschaugelände in Landau in der Pfalz, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen und Leute zu ihrer Meinung dazu zu befragen. Was verstehst du unter dem Begriff Rassismus? Der Rassismus? Ich würde sagen, prinzipiell eigentlich jede Form von Diskriminierung Menschen gegenüber, die einfach äußerlich anders sind. Weil wirklich in dem Fall echt nur äußerlich. Also Rassismus ist erstmal relativ vielfältig und vor allem verstehe ich darunter, wenn Leute Bemerkungen gegenüber Leuten aus anderen Kulturen machen, die nicht, meiner Meinung nach nicht angebracht sind. Zum Beispiel, wenn man sich auf die Herkunft der Person bezieht und darüber zynische Bemerkungen macht oder so. Also, oder diese Person anders behandelt aufgrund ihres Herkommens oder ihrer Art und Weise. Es gibt ja verschiedene Gründe, rassistisch zu sein für manche Leute. Dass man Menschen aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe diskriminiert und sie auf das beschränkt. Das verstehe ich unter dem Begriff Rassismus. Also, ja, ich bin gegen die. Ja, ich habe so viel gelesen über den Rassismus, also seit 2 Monaten. Ich lese nur über die ganze Geschichte, was war die vor Hitler und so, bis jetzt was läuft. Also ich hasse die und ich bin gegen die, ja. Wenn Menschen wegen ihres Glaubens oder wegen ihrer Hautfarbe beleidigt oder bedroht werden? Ja, ist ja ein aktuelles Thema in Deutschland und ich denke, dass man Rassismus darunter versteht, dass man das nicht akzeptiert, was aktuell hier passiert. So. Ja. Ja, jemanden auszuschließen aufgrund von seiner Hautfarbe oder Herkunft oder so. Ja, finde ich auch so. Ja. Finde ich derselben Meinung. Ja, Rassismus bedeutet für mich natürlich immer die Ausgrenzung einer gewissen Menschheit, also egal welcher Art und welch gearteter Art. Von dem her, sobald einer ausgeschlossen wird und diskriminiert wird, ist es für mich Rassismus. Rassismus ist für mich ein großes Feld, klar, wir kennen es so aus den Medien. Trotzdem denke ich, es gehört auch. Rassismus kann es in meiner Auffassungsgabe sogar unter den Deutschen geben, bin ich ehrlich, ja. Würdest du handeln, wenn jemand auf rassistische Weise blöd oder dumm angemacht werden würde? Definitiv ja. Weil Rassismus im Endeffekt ist eine Form von Hass, die einfach nicht gerechtfertigt ist und wir können dem Ganzen nur entgegenwirken, wenn wir zusammen auch dagegen handeln. Also, wenn ich sowas sehe, definitiv, ja. Was würdest du genau machen? Denjenigen zur Rede stellen. Rassismus ist eine Form von Hass, die einfach nicht begründet ist. Es ist einfach nur eine Angst vom Fremden, Angst vom Anderssein. Und wenn man Leute meistens damit konfrontiert, können die auch gar nicht mal wirklich argumentieren, weil es gibt keine Argumente für den Rassismus. Und spätestens, wenn sich eine Gruppe sammelt und man gemeinsam dagegen angeht, sind die Leute auch schon leise. Ja, also ich habe das jetzt noch nie so erfahren, aber wenn ich das mitbekommen würde, dann würde ich da auf jeden Fall einschreiten und was sagen. Was würdest du machen oder sagen? Was ich machen würde, ich würde denjenigen, der rassistisch angegriffen wird, in Schutz nehmen und demjenigen, der diese rassistischen Äußerungen macht, sagen, dass es nicht in Ordnung ist und falsch ist. Ja. Ja, ich würde für den Menschen da sein und versuchen, ihm aus dieser Situation zu helfen. Würden Sie handeln, wenn Sie jemanden sehen würden, der auf rassistische Weise beleidigt wird? Und ich würde auf jeden Fall handeln, ja. Ich würde also nach meinen Möglichkeiten eingreifen oder Hilfe dazu holen, auf jeden Fall, ja. Ich würde es nicht unterstützen und würde eingreifen. Was würden Sie tun? Naja, es ist halt situationsbedingt. Wenn es mir möglich ist, würde ich natürlich selber eingreifen, aber da oft davon abgeraten wird, vielleicht eher Hilfe holen. Ich würde auf jeden Fall handeln, weil ich es halt unfair finde, jemanden auszuschließen und gerade so an Schulen finde ich, dass es oft so ist und ja, ich würde halt dafür sorgen, dass die Person mehr integriert wird. Also ich würde auch dazwischen gehen und die können ja nichts dafür, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihrer Nationalität.
Ich würde auch dazwischen gehen. Ich würde auch mal mit denen, worauf ihn gehen würden, auch mal reden, dass man das einfach nicht macht. Weil das genauso Menschen sind wie wir auch, die vielleicht noch viel mehr durchgemacht haben in ihrem Leben, wo wir gar nicht nachvollziehen können. Ja, als Sozialarbeiterin ist es natürlich immer noch eine ganz andere Sichtweise, die man dann drauf wirft. Einschreiten bis zum gewissen Grad, ja oder nein, ist ja auch immer die Frage. Von dem her muss man einfach schauen, sich selber zu schützen, aber auch einfach den anderen, denen vielleicht nicht so große Möglichkeiten besteht, die auch zu schützen. Ja, ich habe so eine kleine, ja, ich sag eine linksradikale Ader. Ich würde da schon versuchen, eher vorzustimmen, wenn ich jetzt direkt sehen würde, dass da jemand, der gerade ausgegrenzt wird, und mich da mit einbringen. Ob es immer die richtige Lösung ist, weiß ich nicht. Hast du bereits Rassismus erlebt, beziehungsweise auch schon Rassismus gegen Deutsche, beziehungsweise gegen dich selbst erlebt? Ja, das Ding ist so, wir sind ja hier in Landau und ich studiere hier und ich komme aus dem Saarland. Und jeder, der aus Landau kommt, weiß ganz genau, Saarländer in der Pfalz, so, wir haben schon mit Rassismus zu kämpfen, aber es ist meistens eher witzig gedacht. Also selbst ist mir an mir noch nicht aufgefallen, dass ich rassistisch beleidigt wurde oder so, aber ich habe Freunde, die ursprünglich aus anderen Ländern kommen, beziehungsweise ihre Eltern, ihre Vorfahren und wo man es vielleicht auch am Äußeren sieht, und bei denen habe ich öfter mitbekommen, dass dann halt auch mal was gefallen ist. Oder man bekommt es auch öfter über die Medien mit, würde ich sagen, dass eben gegen, vor allem gegen Menschen ausländischer Herkunft gehetzt wird auch und rassistisch gehandelt wird, also mit rassistischen Beweggründen. Nee, habe ich jetzt so noch nie erfahren, weil, also kann ich nichts zu sagen. Nein, weil ich bin Afghane und dahin, da gibt es die andere, ganz anderes Religion, ganz anderes, also in Deutschland, ich bin ganz seit 3 Jahren, ich bin in Deutschland und ich habe bis jetzt nicht so, ich habe kennengelernt immer gute, nette Leute und ich habe die nicht kennengelernt und so habe ich gar nicht gesehen. Ich bin gegen die, ich hasse die. Ja. Persönlich habe ich das noch nicht erlebt, an mir selbst, aber an anderen Personen schon, aber nicht auf krasse Weise, dass man da irgendwie helfen müsste oder so. Ja, in meiner Klasse war eine Dunkelhäutige, oder nicht nur in der Klasse, auch so generell kriegt man das öfters mal mit und ja, ist halt schon unfair eigentlich. Also ich habe das zum Glück noch nie miterlebt, bis jetzt. Ich auch noch nie. Gegen mich selber jetzt persönlich noch nicht, nein, aber gegenüber anderen schon mehrfach, ja. Ja, ich pendel halt mit dem Zug und da ist das jeden Tag ein Thema. Und ja, da mischt man sich auch schon mal ein, ja. Das ist tatsächlich für mich tagtäglich Brot, dass ich denke, okay, ist das jetzt schon rassistisch, ist das nett? Gerade wenn man halt gegen Leute, die sich vielleicht im Moment keine Fahrkarte leisten können, da habe ich immer so mein eigenes Problem mit, wie behandelt man sowas, ja. Und da, ja, da mischt man sich schon mal ein. Kannst du deine Meinung komplett mal zusammenfassen in einem kurzen kleinen Satz? Also ich muss sagen, dass ich von Rassismus nicht viel halte. Also ich bin nicht sehr rechts eingestellt, im Gegenteil. Und ich versuche natürlich alles dagegen zu tun. Also wenn ich das irgendwo sehe, dass jemand sich rassistisch verhält oder dass jemand irgendwelche Bemerkungen macht, die nicht angebracht sind, dann versuche ich da irgendwas zu tun. Aber ich kann halt auch nicht die Welt verändern. Also es gibt leider Gottes Menschen, die so handeln und so denken. Und ich kann nur mein Bestes tun, um es zu verringern. Was würdest du tun? Ich würde, wenn jemand Bemerkungen macht, einschreiten und ihm versuchen, meine Sicht der Dinge zu erklären und ihm logisch beizubringen, warum Rassismus keine Lösung ist. Kannst du alles, was du nochmal gesagt hast, kurz zusammenfassen? Okay, also Rassismus ist für mich, dass man Leute auf ihre Herkunft oder Hautfarbe beschränkt und sie deswegen diskriminiert oder ausgrenzt. Ich selbst habe noch nie Rassismus erfahren, aber wenn ich so etwas mitbekommen würde, dann würde ich da auf jeden Fall einschreiten. Und ich weiß nicht mehr, war das jetzt alles? Ja, das war schon alles, ja. Okay. Alles klar, danke für deine Zeit. Gerne. Kannst du deine Meinung noch mal kurz zusammenfassen? Meine Meinung, dass wir leben zusammen, wir zusammenleben und nichts einen anderen hassen, also
jetzt in Deutschland gerade, wie läuft mit Flüchtlingen, mit anderen und die deutschen Leute zusammen, die zusammenleben, einanderen. Und ja, das ich deswegen, ich lebe in Deutschland und ich bleibe für immer in Deutschland. Deswegen, ja, weil Deutschland ist ein sicher Land und immer die, ja, der kann seine Meinung sagen, also ja, frei, Freiheit. Ja. Danke für deine Zeit. Danke Ihnen auch. Ich finde Rassismus nicht gut, da jeder Mensch gleich viel wert ist. Und ja. Okay, danke für deine Zeit. Ja, Rassismus ist nicht gut und man sollte jeden akzeptieren, wie er ist. Ja. Rassismus ist unnötig, gibt es halt leider schon viel zu lang und ja, ist halt schade. Also ich glaube, dass man Menschen einfach so Vorurteile macht, die nicht angebracht sind. Also ich bin der gleichen Meinung und ich hoffe halt, dass es irgendwann auch aufhört. Ja, ich hoffe auch auf jeden Fall, dass es besser wird, weil es sollte einfach nicht sein. Mensch ist Mensch. Ja. Ja. Rassismus, egal wie geartet, ist immer schlecht und in unserer Gesellschaft leider weitgehend verbreitet. Ich habe tatsächlich auch schon viel positive Erfahrungen gemacht. Rassismus ist natürlich ein negativ behafteter Begriff, aber die Leute lernen damit umzugehen. Ich glaube, jeder braucht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch nicht, dass für den Deutschen grundsätzlich Rassismus einfach zu handhaben ist. Rassismus ist doof. Nun haben wir viele verschiedene Menschen zum Thema Rassismus befragt. Nun sind wir etwas schlauer geworden und ich hoffe, dass dieser Beitrag euch auch etwas gebracht hat. Dürfen wir noch kurz ein Bild machen von eurem Kamerateam? Hast du schon mal Rassismus erlebt, beziehungsweise auch schon Rassismus gegen Deutsche, beziehungsweise gegen dich auch schon selbst erlebt? Ja, im Ausland, im Urlaub natürlich, weil klar, wir Deutsche benehmen uns im Urlaub relativ daneben. Aber das Ding ist so, wir sind ja hier in Landau, ich komme aus dem Saarland. Ja, gut. Das war gut, das müssen wir mal. Soll ich es darf ich es trotzdem nochmal sagen? Ja, klar. Du darfst es genauso nochmal sagen, ich reiß mich jetzt auch zusammen. Alles klar. Gut, Kamera läuft weiter. Okay. Kannst du deine Meinung nochmal kurz zusammenfassen, alles zusammen? Rassismus ist doof. Nochmal ganz in die Kamera. Rassismus ist doof.